Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mirror's Edge nach einer etwas längeren Pause. Für alle, die die vorherigen Parts nicht kennen, die werden nochmal am Ende verlinkt sein in der Playlist, die findet ihr aber auch auf unserem Kanal. Und für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben und wissen wollen, was gerade abgeht, wir kommen gerade aus der Kanalisation und müssen immer noch die Polizei von uns abschütteln. Viel Spaß mit der Folge und lasst doch gern ein Abo oder ein Like da, falls es euch gefallen hat. Okay. Das ist durchaus kritisch. Hä, haben wir gerade so einen Koffer aufgehoben? Nee, es war einfach gerade nur ein Speicherpunkt. Okay, gut. Dort hinten ist Polizei. Die sind doch hier rumgerannt, oder? Ich laufe denen jetzt voll in die Arme. Ich muss dran denken, dass ich mit R, mit dem gerollten R, die Zeitlupe einschalten kann. Yo, gib mir deine Waffe. Aber die anderen schießen alle auf mich. Das ist unpraktisch. Ja, gut. Der hat mich ganz easy umgelegt. Dann geht's ja also nochmal hoch. Heieiei, das wird jetzt aber gerade turbulent. Also der Jackknife muss wertvoll für uns sein, wenn wir hier so unser Leben dafür riskieren. Oh, und direkt schießen wieder alle. Ich nehme nochmal den Weg hier. Auch wenn das gerade richtig ungünstig war. Nochmal, Zeitlupe. Scheiße, ich habe schon wieder nicht geschafft, beim ersten Mal die Waffe abzunehmen. Aber jetzt beim zweiten Mal. Komm. Und jetzt direkt den dort hinten wegkloppen. Okay, warte. Ich will kurz weg. Ich will kurz campen. Oh, Double Kill. Easy. Ich will die mal ganz kurz weglegen und die da nehmen. Nein, die da nochmal. Okay. Okay. Ist vielleicht nicht so die beste Idee, auf Distanz mit einer Schrotflinte zu schießen, aber ja, weiß nicht. Komm her. Okay, dann nehmen wir uns mal nochmal die Waffe hier vorne. Oh, ich bin gerade so sprachlos. Tut mir leid, dass ich gerade so wenig kommentiere. Aber ich bin gerade total überfordert mit der Situation. Vor allem, weil ich gerade nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Ah, die Musik wird leise. Habe ich die jetzt alle getötet? Ich glaube, das ist gar nicht so gedacht in dem Spiel. Also klar, es werden einem die Möglichkeiten gegeben. Aber ich glaube, man sollte, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Nahkampf machen und dann hier irgendwie wegrunnen. Aber dass ich mir jetzt hier eine Waffe sneake, mich hier hinter die Ecke stelle und warte, bis die alle drumrum laufen und die dann alle der Reihe nach abschieße. Ich glaube nicht, dass es die, naja, sag mal, die eleganteste Lösung ist. Okay, wo muss ich hin? Hinter den Zaun oder was? Sagt mir zumindest meine Taste, die mir immer anzeigt, wohin ich muss. Wie komme ich denn da rüber? Da ist überall Stacheldraht. Ich laufe mal kurz hin. Obwohl, warte, doch. Hier. Komm ich hier vielleicht rüber? Oh, das sieht aber weit aus. Oh, jawohl. Wie ich hier direkt den richtigen Weg sehe. Ey, ich bin gerade richtig begeistert von mir. Schon wieder eine Ratte und die hat mich gerade richtig erschrocken. Ha, ein Fahrstuhl zur Entspannung. Puh, Puls runterfahren. Okay. Hör zu, Jackknife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Okay, wir müssen also vorsichtig sein. Nicht, dass wir uns auf falsche Geschäfte einlassen. Der ist also ein ehemaliger Runner, der ziemlich gut ist. Aber der könnte auch durchaus für unsere Gegner arbeiten. Und er rennt jetzt vor mir weg. Was? Ist das jetzt ein Wettrennen? Oder muss ich ihm einfach nur folgen? Ich glaube, ich muss ihm einfach nur folgen. Könnte aber trotzdem schwierig werden. Mal schauen. Vielleicht ist es auch so, dass er ab und zu mal stehen bleibt. Ja, okay. Ich glaube, er bleibt stehen, wenn ich nicht hinterherkomme. Auch wenn ich ihm gerade noch ganz gut folgen kann. Aber er ist schon, ja doch, er ist schon um einiges schneller als ich. Na, scheint echt ein guter Runner zu sein. Aber ich bin ihm dicht auf den Fersen. Und der verrät uns jetzt, na, wäre ein bisschen langweilig, wenn der jetzt direkt sagen würde, wer ihn, ich bin mal gespannt, was der für Informationen für uns hat. In Bezug auf den Mord. Boah, wie viel Action hier ist mit den
Mit den Flugzeugen und dem Helikopter und mit meiner Rolle hier, die ich endlich mal hinkriege. Ist schön. Also so langsam komme ich in die Steuerung rein, auch wenn ich... Also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde gerne noch ein bisschen Nahkampf verbessern, weil Nahkampf ist ja an sich hier ein größerer Teil im Spiel, den ich aber bis jetzt nicht so wirklich gut genutzt habe. Das fände ich cool, wenn ich noch ein bisschen besser in den Nahkampf reinkommen würde. Und ich glaube, es war unnötig, hier auf den zweiten Container zu laufen. Dann müssen wir nochmal zurück und nochmal die Sprungschanze mitnehmen. Ich verliere ihn. Echt jetzt? Wo ist er denn? Muss ich hier runter? Wenn das jetzt der falsche Weg ist. Ist es der falsche? Ist es der richtige? Ich weiß es nicht. Aber wäre schon komisch, wenn ich hier runterspringen könnte, ohne dass es einen Nutzen für mich hat, oder? Nein, ich will doch hier hoch. Mensch. Stell dich aber nicht so schwerfällig an hier. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Hä? Wo ist er denn hin? Der gute Kollege. Gut. Wir werden mal gleich wiedersehen, vermute ich mal. Och. Okay, ich schneide dann mal kurz. Wo ist der hin? Der Dude. Oh. Gut. Also ich weiß nicht, ob ich... Ja doch, das ist genau die Stelle, wo ich vorhin war. Ich glaube, ich hätte einfach nur hier weiterrennen müssen. Und kommt hier... Ja, hier kommt eine... Ja. Okay. Dann war der Tod vorhin noch unnötiger. Hier geht's einmal durch. Ach, was? Ja, ihr habt's gerade gar nicht gut gesehen, aber ich habe noch gesehen, dass auf der anderen Seite auch noch ein Fahrstuhl ist. Und vermutlich ist er einfach schon... hoch und hat einen guten Vorsprung vor uns. Hä? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Okay. Ei. Oh, lambamba. So viel zum Thema guter Runner. Also mir würde ja sowas nie passieren. Also, es ist ja nicht so, als wäre ich erst seit kurzem wieder in Dienst, weil ich durch einen Sturz verletzt war. Also, ob ich mir das jetzt... Ja, gut, die Stangen sind rot markiert. Dann muss ich mir das wohl trauen. Turbulente Sprünge hier. Okay. Ich bin zwar direkt auf die Stange zugerannt, aber wenn du lieber mal einen kurzen Exkurs auf den Boden machst, gerne. Kein Problem. Gönn ich dir. Hast du dir verdient. Hupsala und hupsala. Wenn er fällt, dann schreit er. Okay, einmal hier rüber. Und nochmal darüber. Ah, komm. Also das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das war ein Bug. Aber ein richtiger. Ich bin ja durch die Röhre durchgesprungen. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Oh. Und hoppsala. Okay. So, bitte jetzt mal nicht rumbacken rühren. Danke. Die dritte noch. Wenn die dritte noch passieren, ohne dass es backt, dann... Oh, das war aber auch schon wieder, also war knapp. Okay. Das sieht gefährlich aus, die Wege, auf denen ich mich befinde. Ha, schon wieder viel besseres Gefühl hier auf dem Hausdach. Das stürzt mir wenigstens nicht unter den Füßen weg. Und wir nehmen hier einmal die rote Röhre nach oben. So, wo war er denn? Er liegt... Ja, er liegt drüben, dort. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Das wäre echt ärgerlich, wenn unsere einzige Informationsquelle zurzeit dann auch noch gleich, keine Ahnung, sterben oder keine Ahnung, was mit ihm ist. Das sah schon nicht gerade bequem aus, der Sturz, sag mal so. Ach, wollen wir mal das Beste hoffen. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische.
An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Okay. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropern zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Kopf. Egal, was Kate sagt.